Die Antarktis ist der Kühlschrank für die ganze Welt. Aber wie funktioniert dieser Kühlschrank überhaupt? Und hilft uns das eventuell irgendwie bei unserem Problem mit der menschengemachten Klimaerwärmung? Hallo, liebe Leute. Heute geht es um die Mechanismen, wie es vor rund 35 Millionen Jahren zu einer plötzlichen Klimaabkühlung der ganzen Erde kommen konnte. Und das Verständnis dieser Mechanismen ist ja sehr wichtig angesichts der heutigen Problematik der menschengemachten Klimaerwärmung. Hier haben wir nochmal die Temperaturkurve der letzten 65 Millionen Jahren. Wir sehen, dass es vor mehr als 35 Millionen Jahren rot hinterlegt, überall tropisch warm war. Die Pole der Erde, die waren nicht vereist, es war rund 10 bis 15 Grad Celsius wärmer als heute. Und vor 35 Millionen Jahren ist dann plötzlich kühler geworden, jetzt blau hinterlegt und die Antarktis begann massiv einzufrieren. Ja, wie konnte das passieren? Die primäre Ursache sieht man hier, das ist die Verschiebung der Kontinente auf der Erdoberfläche. Vor mehr als 35 Millionen Jahren, also zum Beispiel im linken Bild in der Kreidezeit, da war die Antarktis nicht isoliert am Südpol, sondern Australien und Südamerika waren viel näher dran, sogar in Berührung mit der Antarktis. Das war also dann eine einzige große Landmasse. Im Laufe der Zeit schoben sich dann Australien und Südamerika mehr nach Norden und dann fand sich ab etwa 35 Millionen Jahre vor heute die Antarktis einsam und allein am Südpol. Und diese Positionierung der Kontinente bewirkte zunächst mal die Abkühlung der Antarktis. Und zwar, wie hier gezeigt, bildete sich ein Doppelwirbel aus um diese isolierte Antarktis. Und zwar nennt man das eine zirkumpolare Strömung. Das ist zunächst mal eine Meeresströmung, die genau im Kreis um die Antarktis herumläuft. Das sind diese weißen Pfeile, die hier diesen Verlauf dieser Meeresströmung andeuten. Und dazu passend gibt es auch eine Luftmassenbewegung. Und diese beiden Wirbel, Wasser- und Luftwirbel, die haben die Antarktis von den wärmeren Luftmassen der niedrigeren Breiten nahe am Äquator isoliert. Und das ist die primäre Ursache, warum dieser Kontinent eingefroren ist. Es kam sehr viel weniger Wärme vom Äquator hin zum Südpol. Und wenn so eine Landmasse erstmal abkühlt, dann wird sie auch noch weiß, wie ja hier auf diesem Bild sehr schön gezeigt. Und eine weiße Fläche entnimmt dem Sonnenlicht noch weniger Energie als eine schwarze oder dunkle Fläche. Ein Großteil des Sonnenlichtes wird sofort wieder ins Weltall reflektiert. Und diese Rückkopplung, also es wird kalt, dann wird es weiß und dann wird es noch kälter, hat diesen Abkühlungsmechanismus der Antarktis noch weiter verstärkt. Gut, jetzt haben wir verstanden, warum dieser Kontinent komplett eingefroren ist. Aber warum hat denn dieses Abkühlen eines Kontinents eine Abkühlung des gesamten Erdklimas bewirkt? Und dazu müssen wir uns ein bisschen mehr mit dem Aufbau der Weltmeere und den Strömungen in den Weltmeeren, also den Wasserströmungen, auseinandersetzen. Wir haben hier den typischen Aufbau eines Ozeans der Erde und zwar im Schnitt vom Nordpol bis zum Südpol. Genauer gesagt ist das hier ein Schnitt durch den Atlantischen Ozean, natürlich stark vereinfacht und er geht von Grönland links bis zur Antarktis rechts. Und was typisch ist, und das gilt auch für den Pazifik, ist, dass wir ab einer Tiefe von 1000 Metern und mehr bis zum Meeresboden eiskaltes Tiefenwasser haben. Das hat Temperaturen von 4 Grad, 3 Grad runter bis sogar minus 1 Grad. Jetzt wird man sagen, Moment mal, das geht doch gar nicht. Es gibt ja die Dichteanomalie des Wassers und das schwerste Wasser hat 4 Grad Celsius und das muss natürlich unten sein, also unten muss 4 Grad Celsius herrschen. Ja, das ist richtig für Süßwasser, aber nicht für Salzwasser. Bei Salzwasser haben wir ein anderes Verhalten dieser Dichteanomalie und der Salzgehalt ist von großer Bedeutung. Und deswegen ist es so, dass Wasser mit hohem Salzgehalt und einer Temperatur von minus 1 Grad Celsius sogar das schwerste Wasser ist. Und aus diesem Grund haben wir in den Ozeanen ein eiskaltes, salzhaltiges Tiefenwasser bis zu Temperaturen von sogar minus 2 Grad Celsius. Und das gilt für alle Ozeane und auch für Wassermassen unmittelbar am Äquator.
Oben drüber haben wir dann die Thermokline. Das ist eine Wasserschicht, in der sich die Temperatur stark ändert. Von eben diesen vielleicht 1, 2, 3 Grad Celsius dann hoch bis auf diese Warmwasserschicht. Das sind die obersten paar hundert Metern. Die hat dann eine Temperatur, diese Schicht, von vielleicht 10 oder 15 Grad Celsius. Das ist also der typische Drei-Schichten-Aufbau unserer Ozeane. Aber ab 1000 Metern haben wir immer in der Tiefe dieses eiskalte Tiefenwasser. Gut, jetzt kann man sich fragen, ja, wo kommt das denn her? Denn eigentlich ist dieses eiskalte Wasser ja eingepackt zwischen zwei warme Lagen. Nämlich oben drüber das wärmere Wasser und unten drunter ist der Erdboden, also der Meeresboden. Und von unten kommt Erdwärme hochgeströmt, denn der Erdkern ist ja rot glühend. Das ist diese Lava-Geschichte. Ja, wieso ist das so kalt? Und die Kälte kommt von den Polen. Das eiskalte Tiefenwasser, das stammt hauptsächlich sogar von der Antarktis und ein bisschen auch vom Nordpol, zum Beispiel von Grönland. Dort entsteht in dem jeweiligen Winter, also Süd- oder Nordwinter, entsteht dieses eiskalte Wasser salzhaltig und es ist schwer, es sinkt ab und es füllt von unten die Ozeanbecken der ganzen Welt auf. Und damit gelingt es der Antarktis, und sie ist die Hauptquelle dieses eiskalten Tiefenwassers, gelingt es der Antarktis, ihre Kälte über die ganze Erde zu verbreiten. Dass das tatsächlich so ist, das haben hier Forscher mal genauer analysiert, indem sie die Temperatur des Meerwassers unmittelbar am Meeresboden für die ganze Welt gemessen haben. Und das ist dieses Bild hier, es ist ein Bild aus einer Fachpublikation. Was wir hier sehen, ist die Temperatur des Meerwassers am Meeresboden und die Temperaturskala ist dunkelblau ist minus 2 Grad und dunkelrot ist plus 4 Grad. Und was wir sehen ist, dass der ganze Pazifik mit eiskaltem Tiefenwasser gefüllt ist. Und je weiter wir nach Süden gehen, umso blauer, tiefblauer wird es. Das heißt, die Kälte kommt da tatsächlich von der Antarktis. Im Atlantischen Ozean ist es ein bisschen anders. Da haben wir im südlichen Atlantik tatsächlich dieses blaue, kalte Tiefenwasser aus der Antarktis. Aber im nördlichen Atlantik ist es ein bisschen wärmer. Es geht hoch auf 2 Grad, 3 Grad oder 4 Grad Celsius. Und das liegt daran, dass wir da eine andere Dynamik haben durch die Meeresströmung. Stichwort ist da der Golfstrom. Aber man sieht, die Kälte kommt hauptsächlich für die ganze Erde blau von der Antarktis und die Hauptentstehungspunkte von eiskaltem Tiefenwasser, das sind die roten Punkte, die hier markiert sind. Und was da vor sich geht, das hat ein Filmteam der BBC sogar mal konkret aufgenommen. Die sind unter dem Seeeis der Antarktis getaucht im Ozean und haben da etwas sehr Interessantes beobachten können. Das ist hier das erste Bild dieses Movies. Ich habe den ein bisschen zusammengeschnitten und es gibt verschiedene Quellen für diesen Film. Ich nehme an, dass er ursprünglich tatsächlich von der BBC stammt. Was wir hier sehen, ist ein Eisstalaktit oder genauer gesagt ist es eigentlich ein Schlauch von eingefrorenem Seewasser und in diesem Schlauch fließt eine eiskalte Salzlache, die oben im Seeeis entsteht. Wenn Seeeis sich bildet, also wenn es kalt genug ist oben, dann kristallisiert also das salzhaltige Meereswasser. Aber dieses Eis, diese Eiskristalle, die mögen kein Salz. Das Salz wird bei der Kristallisation rausgedrängt und man kann sich das so vorstellen, dass sich da also Eiskristalle bilden, die sind praktisch aus Süßwasser, also jedenfalls sehr salzarm, Wasser und in den Ritzen zwischen den einzelnen Salzkristallen entsteht ein sehr salzhaltiges, ja so eine Art Salzlache mit einer sehr niedrigen Temperatur und die ist schwer. Durch die Ritzen des Seeeises oben drüber sickert diese Salzlache nach unten und fällt dann wie so ein kleiner Wasserfall runter bis auf den Meeresboden. Und dieser Wasserfall, den kann man daran sehen, wie hier auch in dieser Stalaktit, kann man daran erkennen, dass das Seewasser in Berührung mit dieser eiskalten Salzlache sofort gefriert. Es bildet sich ein Eisschlauch um diesen kleinen Wasserfall herum. Und jetzt will ich den Film mal starten. So, die Kamera schwenkt jetzt nach unten und wir sehen unten die Salzlache aus dem Ende des Schlauchs austreten. Man sieht es ein bisschen an den Schlieren. Ja, und jetzt gibt es einen Zeitraffer. Wir sehen, dass dieser Eisschlauch nach unten wächst. Die Seesterne werden jetzt in Panik geraten, weil sie wissen, dass dieses eiskalte Salzwasser für sie tödlich ist. Sie frieren da ein und wir sehen auch, dass dieses eiskalte Wasser sich wie ein kleiner Bach am Meeresboden nach unten bewegt. Das Salzwasser selber können wir nicht sehen, wo
sowohl aber die Eiskristalle von normalem Seewasser, die sich in Kontakt mit diesem eiskalten Wasser sofort bilden. Ja, hier sehen wir also die Bildung von diesem eiskalten, salzhaltigen, tiefen Wasser und wir sehen auch, dass es abwärts fließt und dann den Kontinentalschelf herunter die tiefen Becken unserer Meere füllt. Und das ist der Mechanismus, wie es die Antarktis schafft, ihre Kälte über die ganze Erde zu verteilen. Also entscheidend ist die isolierte Lage der Antarktis genau am Südpol. Es bilden sich diese beiden Wirbel aus, ein Wirbel aus Wasser und ein Wirbel aus Luft. Es gibt eine Isolation, eine thermische Isolation der Antarktis, sie kühlt ab. Und über diesen Mechanismus der tiefen Wasserentstehung wird diese Kälte der Antarktis über die ganze Erde verteilt. Was jetzt noch offen ist, ist die Frage nach dem Kohlendioxid. Wie hat sich die Kohlendioxidkonzentration in unserer Atmosphäre während dieser Abkühlung vor 35 Millionen Jahren denn verändert? Und das will ich das nächste Mal diskutieren. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.